Moin moin und herzlich willkommen zum Kerbal Modding Mittwoch. Wie angedroht heute mit Near Future Solar. Und damit schließe ich auch den Near Future Mini-Marathon innerhalb des Modding Mittwochs dann ab. Es gibt noch ein paar andere Teile. Guckt euch das einfach an, indem ihr in der Description, also in der Beschreibung des Videos, einfach mal auf den Link klickt und dann kommt ihr zu der Seite, wo alle Near Future Module, die es so gibt, aufgelistet sind. Da gibt es auch noch Kapseln und so Schnickschnack. Guckt euch das selber an, ich werde nicht alles durchgehen im Modding Mittwoch. Wie gesagt, nach Near Future Solar ist mit Near Future erstmal Schluss. Near Future Solar, wie ihr es sicher schon vermutet habt, stellt uns neue Formen von Solar Panels zur Verfügung. Also sprich, Dinge, mit denen wir aus Sonnenlicht Strom erzeugen können. Und die gibt es in allerlei Varianten. Also zum Beispiel hier das 1x4 Concentrating Photovoltaic Panel. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das den Orion Panels nachempfunden sein, also für die Orion Raumschiffe konzipiert und gedacht sind. Das ist hier schon mal eins. Dann ein Trio Concentrating Solar Array. Wenn mich nicht alles täuscht, dürfte das relativ ISS-mäßig sein. Also wie ihr seht, ein nicht ganz kleines Solar Array. Mit dem geht dann schon ein bisschen was. Ist aber auch ein klitzekleines bisschen sperrig, obwohl man es halt sehr gut komprimieren kann. Das muss man der Fairness halber dazu sagen. Dann haben wir hier das High Efficiency Photovoltaic Panels. Aber die Panels können nicht mehr retracted werden, wenn sie einmal draußen sind. Das ist der Nachteil von der Sache. Also höhere Effizienz, aber dafür, man kann halt mit dem Ding jetzt ins Weltall hochjuckeln. Dann könnt ihr das einmal ausklappen. Und danach ist Feierabend. Das bleibt dann jetzt so. Also das wird auch nicht mehr eingeklappt. Ja, also hier Editor Only steht auch nochmal extra dran. Wenn die so sind später im Weltall, gehen die nicht mehr rein. Ich nehme nachher mal einen Hut hoch ins Weltall, dann zeige ich euch das da nochmal in Action. Ich lasse ihn einfach gleich dran kleben. So. Dann haben wir das Solo Concentrating Array. Das ist quasi der gleiche Schnack in Grün wie das hier. Ihr werdet vielleicht bemerkt haben, dass das das Trio Concentrating Array ist und damit dreimal so lang. Ja. Und wir haben noch die 1x3. Das ist quasi eine kleinere Variante von dem hier. Also etwas kürzer. Da unten sind auch die Solarpanels zu sehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, das Megalodor. Das dürfte ziemlich groß werden. Ziemlich. Wow. 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 Okay, aber es ist nicht ganz so groß wie das Triple-Dingsbums. Aber hat auch was. Von der Fläche her. Und dann haben wir noch das Blanket. Aha. Okay, was kann das Tolles? Mal gucken. Blanket. Extend. What the fuck? Okay, wow, das ist auch gar nicht so klein. Also das ist, glaube ich, auch eher für Raumstationen gedacht, wenn ich jetzt mal raten müsste, weil das doch ein bisschen Fläche einnimmt. Ist aber auch nicht wieder einziehbar. Müssen wir dann also draußen lassen. So, und dann haben wir noch das Blanket nochmal in einer anderen Variante. Ich befürchte, dass das sieht noch größer aus, befürchte ich. Snap. Oh ja. Ach du heilige Scheiße. Also da könnt ihr da könnt ihr so richtig einen auf Solar Panels machen. Wow. Und sehr, sehr viel Sonne tanken. Ich fahre es mal wieder ein, sonst wird es hier langsam ein bisschen eng. Und hier gibt es natürlich noch so ganz normale Sachen, also relativ normale Sachen. Das ist einfach fest installiertes Panel, da passiert nicht allzu viel, da kann man auch nichts ausfahren oder so. Es ist einfach ein Panel mit zwei Panels drauf. Und wir haben noch die große Variante davon, sieht dann quasi so aus, da könnt ihr was fest installieren. Und wir haben diese Concentrating Panels nochmal in 1x5. Und nochmal in... Achso, ja, das ist wieder nicht einziehbar und das ist die einziehbare Variante. Ne, ist auch nicht einziehbar. Also zwei 1x5 Photovoltaik Concentrating, die draußen bleiben müssen. So, sehen grob so aus. Jetzt kommen wir mal zu den interessanten Sachen, nämlich... Halt, einen haben wir noch. Circular. Das ist ganz witzig, das ist optisch zumindest mal was anderes. Jetzt gucken wir, ob wir das noch irgendwo hingepinnt bekommen hier. Ja. Wenn man das nämlich macht, macht sich das so zu so einem Kreis. Also es ist halt einfach mal was Rundes statt was Eckiges. Falls ihr mal etwas Abwechslung in eurem Stromerzeugerleben braucht,
ist das hier quasi eure Wahl. So, jetzt gucken wir mal, was die Panels so können. Also, gucken wir doch mal bei dem, ich würde sagen, allergrößten, also quasi dem Blanket Photovoltaic Array. Damit können wir 500 Strom pro Sekunde erzeugen. Also da geht einiges, ja, mit dem Array. Und mit den, je kleiner wir jetzt von den Arrays her werden, umso kleiner wird es halt auch. Also mit dem Blanket, das war das hier gewesen. Ja, ich klappe es euch nochmal aus. Einfach damit ihr es euch nochmal in Erinnerung rufen könnt. Mit diesem Blanket erzeugen wir 100 Strom pro Sekunde. Das kommt jetzt natürlich auch darauf an, wie nah wir an der Sonne sind oder nicht. Aber, well, depends. Also wenn ihr natürlich jetzt irgendwie nach Eve fliegt, wird euch das mehr bringen, als wenn ihr irgendwo nach Yol rausgurkt. Da bekommt ihr natürlich deutlich weniger Stromausbeute mit den gleichen Solarpanels raus. So. Ich werde jetzt nicht alle diese Panels einzeln in den Orbit schleppen, weil dann würde ich wahnsinnig werden. Was ich jetzt mache, ich probiere jetzt mal. Ich habe mir hier eins unserer heißgeliebten magnetodynoplasmischen Todestriebwerke angebaut. Und zwar den hier, der verbraucht mal eben so geschmeidige 3000 Stromeinheiten pro Sekunde Betrieb. Und was ich jetzt probieren würde, ob wir das hinbekommen, und zwar, jetzt lass uns mal den ganzen Schund hier wegbauen. Ja, zack, 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 komm her, zack, zack, so ist alles weg, alles weg. Und wir nehmen uns jetzt mal das riesige, hochkonzentrierte, immer noch nicht, Blanket, ja, das müsste sein. Blanket 70.000 5 Milliarden System. So, und theoretisch müssten wir das hier so ran. Mal gucken, ob man das ausfahren kann, ohne dass die sich gegenseitig umbringen. Zap. Ach, schade. Die bringen sich gegenseitig um. Das ist ja nicht so gut. Okay, dann müssen wir das erstmal auf zweimal umstellen. So. Und nutzen die Innenbahn hier. Trio Concentrating. Das sieht gut aus. So. Etwas weiter oben für diese Panels. Jawohl. Okay, und ich würde sagen, damit probieren wir jetzt mal aus, wie das so aussieht, wenn wir im Sonnenlicht oben versuchen, unseren Ionenantrieb zu starten. Aber das zeige ich euch gleich, wenn wir oben im Orbit sind. Dann habt ihr nicht ganz so viel Zeit verplempert. Bis gleich. Okay, und wir sind mit unserer Testkiste im Orbit angekommen und ich packe uns mal die Panels raus. Mal gucken, was die Kiste stromtechnisch so hergibt. Wie ihr seht, ist das jetzt auch ein relativ länglicher Ausfallprozess mit den großen Teilen, aber sieht auch insgesamt ziemlich, ziemlich cool aus, statt mal das schnelle Ausklappen zu machen. Und wir haben Solarpanels, die jetzt auch ganz, 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 ganz langsam das Tracking anfangen. Und wie ihr hier so seht, also das ist für Stationen gedacht oder für andere Riesenmonster, ich muss irgendwie ganz viel Strom erzeugen, Dinge. Also zum Beispiel sowas wie unser winziges kleines Raumschiff, das hinten einen riesigen übertriebenen Antrieb drauf hat. Und jetzt gucken wir mal, Blocked by Solar Panel, was? Warum das denn jetzt? Warum seid ihr denn geblockt? Warum macht ihr denn keinen Strom? Oh, das ist ja traurig. Gucken wir mal, ob wir die zum Funktionieren bekommen. Blocken die sich jetzt selber, oder was? Okay, machen wir so. Mal gucken, was dann passiert. Ah, Strom. Seht ihr? Keine Ahnung, was da geblockt hat. Direct Sunlight, Direct Sunlight. Blocked by Solar Panel. Fühlt er sich vom anderen Solarpanel geblockt oder so? Ich weiß es nicht. Was stört ihn denn? Blocked by Solar Panel. So, Direct Sunlight. Direct Sunlight. Wartet, 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 Freunde. So. Jetzt müsste es uns allen doch hoffentlich gleich ganz gut gehen. Also die müssen jetzt einmal kurz tracken, dass das wieder funktioniert. Aber eigentlich müsste sie gleich Sonne bekommen und dann haben wir hoffentlich unseren erhofften Energieoutput. Also hier kommt ordentlich was rein.
Blockt, blockt, dann halt nicht, ihr blöden Dinger. So, dann halt nicht. Aber man sieht schon mal, dass die großen Teile halt auch trotzdem ordentlich Strom liefern können. Irgendwas blockt sich jetzt hier gegenseitig, aber guck mal, hier sieht das schon mal ganz gut aus. Wir können jetzt zwar noch nicht Full Power fahren, aber ich kann relativ gut das Ding laufen lassen. Immerhin schon mal auf einem Viertel Leistung, und das ist das ganz große Teil. Nur rein mit Solarenergie betrieben. Das heißt, fliege ich jetzt zum Beispiel irgendwo hin, wo es noch ein bisschen näher drin im Solarsystem ist, dann habe ich da auf jeden Fall einiges von. Und wir erzeugen hier immerhin schon gerade einen Schub von 74 kN. Das ist gar nicht mal wenig dafür, dass wir das rein auf Elektrizität und so ein bisschen Lithium erzeugen. Also wie ihr seht, wir verbrauchen hier halt auch so ein bisschen Lithium. Also wir können das ungefähr 1000 Sekunden durchhalten. Könnt ihr euch ja jetzt mal hochrechnen, dann habt ihr heute Abend auch noch was zum Kopfrechnen. Und können damit fröhlich in der Gegend rumschrabbeln. Ja, viel Spaß beim Rumspielen mit den ganzen Near Future Mods. Ist eine schöne Mod-Serie, die in sich auch sehr stimmig ist und sehr gut zusammenpasst. Kann man witzige Sachen mitmachen. Schickt gerne auch mal einen Screenshot, wenn ihr eure Near Future Rakete zusammengebaut habt. Ich werde mich jetzt mal wieder zurück in die Gegenwart katapultieren und mir für nächste Woche dann irgendeinen Mod raussuchen, was nicht in der Near Future Serie ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Near Future Solar war interessant für euch. Bis zur nächsten Woche beim Köbel Modding Mittwoch. Mein Name ist Robert und tschüss.